das Jahr der Autokratie. Das heißt, Donald Trump, Putin und bei Erdogan werden als Autokraten genannt. Was bedeutet das? Vielleicht haben Sie gesehen, Putin hat diese Woche, am Dienstag, mit diesem Programm direkter Link gehabt. Das heißt, er antwortet die Fragen des Volkes. Und die Nehmung deren Minister, sagen wir mal fünf Minister, Gesundheit, Ausbildung und, hat gesagt, was hast du gemacht? Warum hast du dieses Projekt nicht gemacht? Diese Straße sollte gebaut werden, warum hast du das nicht gemacht? Und die ganze Nation sieht das. Es sind die väterlichen Figuren, die nehmen ernst, dass das Land sich weiter nach vorne bringt. Das ist sehr wichtig. Donald Trump ist auch nicht anders. In Deutschland, in meinem Land, in der Türkei, die Intellektuellen sind wieder gescheitert. Alle haben gedacht, dass Donald Trump nicht gewinnen wird. Ich habe gesagt, dass es gewinnen wird. Mein Sohn hat das auch gesagt, oder vor mir. In meiner Klasse, 16 Doktoranden und Magistranten, ich hatte eine Umfrage gemacht. Nur zwei, die realistisch denken, hatten Trump gesagt und alle anderen 14 haben Hillary Clinton gesagt. Ich habe gesagt, ihr seid alle falsch, weil sie einfach diese Wunschdenken äußern, aber nicht die Realität. Auch in Deutschland hat man den Wunschdenken geäußert. Deutsch-amerikanische Beziehungen sind nicht unser Thema jetzt, aber was besonders wichtig ist, dass diese Autokraten, die in demokratischen Staaten entstehen, und das ist ein Problem jetzt, dass diese Leute in der Zukunft, nach den Analysen und auch Büchern, wir sehen, dass sie sich mehren werden, ob es in Indien Modi ist oder in Ungarn Urban ist und was auch immer. Da gibt es eine Tendenz, eine Richtung, dass die demokratischen Staaten mehr und mehr autoritäre Persönlichkeiten bringen. Russland unter Putin wird natürlich nicht einfach jetzt haben, aber meine Damen und Herren, wenn Sie mal sehen, dass Emmanuel Macron Putin so empfangen hat, so als ob er der russische Zar wäre und der selber Louis XIV. sei. In Deutschland wird er sehr stark kritisiert, aber nicht in Frankreich. In England, es gibt kein einziges Wort von England über Putin. Gibt es nicht. Die Briten machen die beste Politik, Außenpolitik in dem Sinne. Sehr clever, wie Henry Kissinger in seinem Buch Neue Weltordnung schreibt. Jetzt sind die Briten auch raus. Es sind vier Staaten, meine Damen und Herren, die europäische Sicherheit in der Zukunft sehr stark beeinflussen werden. Vereinigte Staaten von Amerika, ein Mitglied der Europäischen Union. Briten geht raus, nicht mehr Europäische Union-Mitglied. Russland wird nie Mitglied der Europäischen Union. Und die Türken, inshallah, mashallah, wir werden mal sehen. Die Tür ist offen. Das ist die Aussage des französischen Botschafters, den ich vor ein paar Tagen vorher getroffen habe. Wenn Sie in Murat Yetkins Artikel diese Sätze, dass Europa die Tür offen lässt, lesen, dann wissen Sie, dass ich bei diesem Gespräch dabei war. Und jetzt kommt ein anderes Land, Israel. In der Türkei haben wir diese anti-israelische Gefühle, besonders in den 90er Jahren, sehr viel gehabt. Jeden Freitag haben unsere Studenten, die islamistisch denken, jeden Freitag in Istanbul nach der Moschee rauskommen, Freitag Gebet, haben die israelische Flaggen einfach in Brand gesteckt.
heute nicht mehr. Was ist passiert? Israel ist immer noch da. Jeden Tag 9 Flüge aus Istanbul fliegen nach Tel Aviv. Die türkischen Geschäftsleute, die ja in letzter Zeit sehr reich geworden sind, machen ihre Geschäfte über Israel, Business as usual. Und diese One-Minute-Frage 2009, One Minute, ist eine fabricated, ist eine inszenierte Frage. Das hat uns der ehemalige Botschafter der Türkei in meiner Konferenz in Ankara vor 150 Studenten erzählt. Cüneyt Zarzu, vielleicht Sie kennen das, den Namen, Cüneyt Zarzu hat gesagt, Ab seçimleri kazandık. Tayyip Erdoğan hat gesagt, Bruder, wir haben die Wahlen schon gewonnen. Die türkisch-israelische Beziehungen, meine Damen und Herren, interessant. Die Türkei hat wieder eine große Flexibilität gezeigt. Das ist, ich unterrichte die türkische Außenpolitik, ich lese, ich weiß viele Background-Informationen. Ich kann leider nicht alles hier wegen zeitlichen Umständen erzählen. Die Türkei ist das Land, das 1949 Israel anerkannt hat. Und während der Adnan Menderes-Regierung, was diese Regierung jetzt gerade sehr viel nach dieser Regierung sehnt, weil diese Regierung auch Adnan Menderes Regierung, Adnan Menderes als eine historische Kontinuität sieht. Die beste Beziehung zwischen der Türkei und Israel war von 1949 bis 1956. Die Türkei hat, meine Damen und Herren, im Jahr 1965 die Israelis unterstützt, 1956, das war auch interessant, wo die Franzosen und die Briten die Israelis wegen der Suez Channel Crisis unterstützt. Gerade jetzt diese anti-israelische Gefühle in der Türkei sind künstlich. Keiner glaubt es. Es ist nicht aufrichtig. Es ist politisch gedacht. Wir haben den Botschafter jetzt aus Israel in Ankara, Aytan Nahal, ein guter Freund von mir. Ich kenne ihn seit 1992. Der Mann, der Botschafter Kerem, ist von meiner Universität, ich kenne ihn auch, er war Berater des Ministerpräsidenten und das Geschäft läuft sehr gut. Die Israelis sind sehr clever. Die Türkei hat aber so gemacht, erstmal in der arabischen Welt hat die Türkei natürlich sehr große Reputation gehabt und heute, wissen Sie, wer die besten Freunde von Israel sind? Saudi-Arabien und Ägypten. Saudi-Arabien unterstützt Israel wie Ägypten. Und was ist das denn überhaupt? Wenn wir am Ende des Tages der Verlierer sind. Und das ist wichtig. Es war Obama, der die Türkei mit Netanyahu zusammengebracht hatte. Sie kennen ja dieses berühmte Bild mit dem Stock in seiner Hand. In unserer Geschichte für deutsche Freunde, diese Bilder haben besondere Bedeutung mit den Amerikanern. Also diese Cowboys, die haben ihre eigene Methode. Netanyahu und Barack Obama, die haben sich gehasst wie Pest. Und jetzt Donald Trump, was sagt er in Tel Aviv, in Jerusalem? Er sagte, solange ich an der Regierung bin, Israel ist unter dem Schutz der Vereinigten Staaten von Amerika. Bitte sehr. Gehen Sie mal, wenn Sie wollen. Die Türkei darf sich nicht unrealistische Politik verlassen. Man muss einfach sehr kritisch sein. Es gibt ein arabisches Sprichwort, meine Damen und Herren, auch interessant. Es sagt, ich und mein Bruder, wir sind gegeneinander. Ich und mein Bruder, zusammen sind wir gegen unsere Neffen. Wir und unsere Neffen sind gegen die Nachbarn. Wir, Nachbarn und unsere Neffen, alle zusammen sind gegen andere Gruppierungen.
Albert Urani, the professor from London University, der hat das Buch geschrieben, Die Geschichte der Araber, Araberen Tarihi. Albert Urani, so etwa 700 Seiten. Wenn Sie das lesen, dann verstehen Sie es. In Mittelmosten haben wir diese Formel. Die Türken mögen die Araber nicht, die Araber mögen die Türken nicht. Die Iraner mögen die Araber nicht, die Türken und Iraner mögen die Araber nicht. Die Iraner und die Araber zusammen mögen die Türken nicht. Bitte sehr. Ganz egal, welche Formel Sie nehmen, es ist die Tatsache. Was ist heute passiert? Diese drei Länder, Iran, Saudi-Arabien und die Türkei, kämpfen für die regionale Hegemonie. Das ist auch interessant. Wenn der türkische Präsident von dem persischen Nationalismus spricht, das ist auch interessant. Warum gerade jetzt, vor einem Monat, spricht er über den persischen Nationalismus? Solange wir wissen, dass Iran seit 1970 eigentlich islamische Revolution exportierte, jetzt exportieren sie nur Öl und Gas. Keine Revolution. Und Ali Khamenei und Rouhani, die machen eine wunderschöne Politik gegenüber auch Saudi-Arabien. Auch diese Katar-Frage kommt jetzt. In Jemen, nicht die Türken, sondern die Iraner und die Saudis kämpfen. Wir haben Jemen verloren. Es gibt ja dieses Lied auch, Rastu Ustur, Yolu Ustur, dann gelmiyor, bunu işte. Wir alle weinen, wenn dieses Lied gesungen wird. Aber auch der türkische ehemalige Präsident Gül, Abdullah Gül, hatte auch geweint, wenn er in Jemen den Grab der türkischen Soldaten gesucht hatte. Israel, meine Damen und Herren, ist der Gewinner gerade in dieser Lage. Mit Israel, solange die Vereinigten Staaten von Amerika da ist, es wird keine Resolution in Vereinten Nationen geben. Deswegen, die Welt ist größer als 5, ist zwar eine sehr schöne Aussage, aber ungültig. Realistisch gesehen, sie können sagen, was sie wollen. Die Chinesen, die Franzosen, die Briten, die Russen und die Amerikaner werden nicht darauf verzichten, ihre privilegierte Lage in Vereinten Nationen aufzugeben, weil da einige Leute sagen, das ist ungerecht. Bitte sehr. Dann ändern sie es. Dann muss es etwas Neues geben, damit man das ändert. Die Chinesen sind sehr clever. Also ich reise auch sehr viel nach China. Ich lerne sehr viel von den Chinesen, muss ich sagen, also, wie die Welt betrachten. Die machen einfach ihre Aufgabe, die machen das Geschäft. Auch Deutschland ist jetzt der erste Handelspartner von China. Wunderschön. Die wollen ja niemanden entweder Christ oder Muslim machen. Ja, die gehen einfach zum Geschäft. In Afrika sind die Chinesen zurzeit Nummer 1. Die bauen so viel und so weiter. Und mit den Chinesen haben wir auch ein Problem gehabt. Das darf ich Ihnen erzählen. 2016, also 2015, Sie wissen ja, nach dieser Konferenz, G20 in Antalya, 4 Tage später hatte die Türkei diese Verteidigungssysteme von China abgesagt. 3,5 Milliarden Dollar für etwa sollte es sein. Und ich bin am 20. November in Beijing. Ich gehe zu dem Workshop. Alle Chinesen gucken zu mir so, als ob ich derjenige, der verantwortlich war, dass es abgesagt wurde. Ich habe gesagt, warum guckt ihr mir so, ja? Geh zu der Regierung, ich bin nicht verantwortlich dafür. Aber die denken sowas nicht. Also auch mit dieser russischen Frage, die türkisch-indische Beziehungen werden fast kaputtgeschlagen. In Kadınabya, lieber Colin, wo Adenauer sein Haus hat. Es gibt ja, wir Türken, wir schaffen Probleme von null. Deswegen null Probleme mit den Nachbarländern ist nicht erfolgreich.
für deutsche Freunde kann ich erzählen, wie die Türken aus null Probleme schaffen. Warum guckst du mir so an? Nein, ich gucke nicht an. Nein, du guckst mir so an. Nein, ich gucke dich nicht an. Ich habe gesagt, du guckst mich an. Dann sagt er, ja, ich gucke. Ja, habe ich gesagt. Komm. Zero problem. Das schaffen wir. Und dieser Inder, ein berühmter Wissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler, ich wollte einfach mich bekannt machen, ich sagte, ja, warum habt ihr das russische Flugzeug abgeschossen? Ich habe gesagt, das hat der Kosa mich. Ich habe gesagt, ich habe das nicht gemacht. Frag mal Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu hat die Entscheidung gegeben, nicht ich. Aber warum ich das sage, wir die Wissenschaftler, wie wir auch darunter leiden, damit sie wissen, wenn wir ins Ausland gehen, dann werden wir automatisch mit der Türkei gleichgestellt, als ob wir auch verantwortlich sind. Das ist sehr schwer. Es ist ein großer Stein hinter uns, das wir zu tragen haben. Deswegen ist es sehr interessant, auch mit Israel. Die Israelis, denke ich mir, die wissen die Rolle der Türkei natürlich sehr viel. Ich habe auch das in der Türkei auch im Fernsehen gesagt, im Radio auch geschrieben. Die türkische Staatsmänner, wenn die einige da sind, die sollten sehr vorsichtig sein mit der Rhetorik. Es gibt ein wunderschönes türkisches Sprichwort. Büyük lokma ye, büyük laf söyleme. Eat a big piece of food, but don't speak very big. Heutzutage, was passiert? Tayyip Erdoğan hatte 2009 gesagt, siz öldürmeyi iyi bilirsiniz. Hat er das gesagt zu Shimon Peres, der auch gestorben ist? Ja. Und was passiert seit einem Jahr? Sie, die Türken, sagen die Leute, sie bringen die Kurden im Osten der Türkei. Das ist ein Problem. Sei vorsichtig. Wenn jemand hier unter uns irgendwie eine Meinung hat, in der Zukunft Politiker zu werden in der Türkei, sei vorsichtig. Keine großen Worte. Ne? Immer mit der Ruhe, wie die Deutschen sagen. Ne? Keine Eile. Und Israel ist das Land, das auch von Deutschland bewacht wird. Frau Merkel sagt in ihrer Memoiren, Stefan hat ja von der Deutschen Zeitung hat geschrieben, die Biografie. Ich habe das auch gelesen. Die israelische Existenz ist Staatsraison von Deutschland. Sie hat das gesagt. Zwei Leute, Deutschland und Amerika, garantieren die Existenz von Israel. Das bleibt dann dafür übrig, für die anderen einfach zu akzeptieren. Die türkisch-israelische Beziehungen zurzeit, meine Damen und Herren, laufen so gut, sie können sie sich nicht vorstellen. Und alle Teile der türkischen Bevölkerung, die wirklich glauben, dass die Israelis an alle daran schuld sind, aber nicht die Geschäftsleute. Der Besuch von Präsidenten nach Amerika, das wird ja auch jetzt aufgenommen, aber kann ich hier sagen, kein Problem, von drei Schwiegersöhnen organisiert. Der Schwiegersohn von Donald Trump, der Schwiegersohn von Erdogan und der Schwiegersohn von Präsident Erdogan. Es gibt diese Backdoor Policies. Wir wissen das, es wird später sowieso geschrieben, aber Türkei, Israel und Amerika, diese drei Länder, die werden im Mittleren Osten auch die Zukunft bestimmen. Die Frage ist, was die Araber und die Kurden machen. Besonders diese Kurdenfrage kann man diskutieren, aber eins sage ich Ihnen. Die Kurden sind umgeben von diesen drei Ländern, drei Kulturen. Ob da am 25. September eine unabhängige kurdische Staat geben wird im Norden Irak, wir werden mal sehen. Aber einer muss ja diesen Staat irgendwie sponsoren, also Geld geben. Die Kurden haben bereits, die amerikanische Administration gesagt, bitte gehe nicht, wenn wir Raqqa zurückbekommen. Dann, wenn ISIS geschlagen ist und wenn die Amerikaner zurückgehen,
wer würde diese Leute überhaupt verteidigen? Syrien, Türkei? Offene Fragen. Ich bin bereit, später auch die Fragen zu antworten. Erstmal die Europäische Union. Und dann komme ich zu Deutschland, dann mache ich fertig. Also, Europäische Union, wie Thomas Schmidt, meine Damen und Herren, geschrieben hat in seinem Buch, voriges Jahr erschienen, Europa ist tot, es lebe Europa. Europa ist nicht das Problem. Europa ist auch die Lösung. Europäische Union ist sehr wichtig. Man kann das nicht einfach so wegsehen. Das ist die größte menschliche, von den Staaten entwickelte Organisation, wo alle diese Leute zusammenkommen durch ihren eigenen Willen. Was passierte gerade in dieser Woche? Dass in Ukraine symbolisch die Tür der Europäischen Union eröffnet worden ist zu den Staatsbürgern von Ukraine. Das ist auch wichtig. Ja, das ist sehr wichtig, weil diese Leute einfach jetzt ohne Visum nach Europa kommen können. Aber keine Türken. Georgien auch. So, die Europäische Union, meine Damen und Herren, wird weiter bestehen bleiben. Es wird nicht zugrunde gehen, ich denke nicht. Ich denke mindestens, dass die Europäische Union weiter bestehen wird, besonders jetzt, auch wenn in Deutschland Frau Merkel die Wahlen gewinnt. Frankreich, Deutschland werden die Europäische Union führen. Aber das Problem wird natürlich sein, dass in der Europäischen Union wir Gruppierungen haben, zum Beispiel Visegrad-Länder, Polen, Tschechische Republik, Slowakien und Ungarn. Dann haben wir die baltischen Staaten, dann haben wir Mittelmeerstaaten und dann haben wir die Core Group, Deutschland, Frankreich, Österreich, Holland und Belgien. Die Türkei verhandelt mit zwei Gruppierungen. Einmal Europäische Union, Sie wissen ja alle, Europäische Union wird niemals der Türkei Nein sagen. Es gibt das Wort Nein nicht. Am 9. Mai dieses Jahres auch hat der türkische Präsident gesagt, wir werden weiterhin mit der Europäischen Union verhandeln. Am Montag dieser Woche, der Berater des Präsidenten, Yiğit Bulut hat auch gesagt, dass man doch mit der Europäischen Union die Beziehungen pflegen sollte. Einmal die Europäer sind schlecht, einmal gut, je nach der Wetterlage, Schnee, Regen, Sonnenschein. Es gibt keine Konsistenz. Aber was wichtig ist, historisch gesehen, seit 1856, seit dem Kongress in Paris, die Türkei ist ein europäischer Staat. Wie Dr. Heinz Kramer, der deutsche Türkei-Experte, gesagt hat. Ob die Türkei europäische Gesellschaft ist, ist eine andere Sache. Darüber kann man diskutieren. Aber als Staat ist die Türkei ein europäischer Staat. Die Türken, ich unterrichte das auch, die türkisch-europäische Beziehungen, es ist sehr lange Geschichte. Wir haben auch viele Fehler gemacht. Es wird auch noch problematischer sein, gerade jetzt mit einigen europäischen Staaten, ob es Deutschland ist, Holland ist und so weiter. Man glaubt, dass man Krise hat mit diesen zwei Staaten, aber Deutschland hat 6.500 Firmen in der Türkei und Holland 2.500. Fast alle großen Banken der Türkei gehören zu Holländern, also Europäern und die Kataris. Die Türkei ist wirtschaftlich so stark verwickelt. 75% der gesamten ausländischen Direktinvestitionen kommen von der Europäischen Union. Deswegen ist es eine Tagespolitik, dass man so einfach schimpft. Aber ernst wird man nicht genommen. Kann man nicht. Wird es auch nicht sein. Aber die Türkei wird, meine Damen und Herren, Probleme haben. Mit wem? Mit der Bevölkerung, mit den Intellektuellen.
die sogenannte Public Opinion. Die Türkei hat nie seit 1945 so einen Tiefpunkt erreicht, was die Perzeption dieser Länder angeht, wie jetzt. Nie waren wir so runter. Strategische Depth, strategische Derinik. So schlecht, man kann das nicht einfach mit den Worten erklären. Ein japanischer Diplomat hat mir gesagt, die türkische Reputation melkt wie Schnee unter der Sonne. Konkretes Beispiel. Nehmen Sie mal die Zeitung, Frankfurter Allgemeine, die Welt, der Spiegel. Da, ganz egal, süddeutsche Zeitung. Nehmen Sie ganze deutsche und europäische Zeitungen, gerade vor 10 Jahren, 2007. Gehen Sie mal zu den Archives und dann gucken Sie mal, wie die Türkei sehr viel gepriesen worden ist. Die Türkei macht Reformen, die Türkei hat die Vormitgliedschaft-Diskussionen begonnen und die Kapitel werden eröffnet. Tayyip Erdoğan ist der Demokrat, der die Türkei nach vorne bringt. Gerhard Schröder kommt in die Türkei zusammen mit Tayyip Erdoğan im Flugzeug, machen alle diese Kebabessen und so weiter, alles wunderschön. Es war eine so positive Atmosphäre in Europa. Und heute haben wir das Gegenteil. Was ist passiert? Dieselbe Partei, derselbe Parteivorsitzende. Und wir haben so negative Haltung. Es ist nicht gesund. Ist die Türkei falsch oder ist Europa falsch? Oder sind die da manche Versprechungen, die nicht eingehalten worden sind? Es kann nicht nur eine Seite verantwortlich dafür sein. Konkretes Beispiel. Frankreich ist sicherlich unter Sarkozy sehr verantwortlich, dass 5 Jahre lang die Türkei keine Kapitel mit der Europäischen Union aufgemacht und geschlossen hat. 5 Jahre verloren. Die europäischen Intellektuelle, die in der Türkei sehr viel Hilfe geleistet haben. Heute ist es ganz anders, von den Universitäten bis zu Journalisten. So, wir leiden darunter. Wir leiden darunter gegenseitig. Zum Beispiel die Kinder von den Deutschen, viele Millionen von Deutschen können die türkische Sonne nicht mehr genießen, weil die einfach nicht hingehen. 2016, wir haben fast null Touristen aus Russland bekommen. Anteil der Flughafen, ich kann Ihnen ein Beispiel geben, 2015, ich mache Urlaub in Antalya, Kemer. In dem Platz, wo wir Urlaub gemacht haben, waren 1500 Leute und davon 52 Türken. 3 ist meine Familie. An einem Tag ist 1027 Flugzeuge nach Antalya gelandet und abgeflogen. Es war Rekord. August 2015. Voriges Jahr leere Flughafen, paar Flugzeuge. Wir haben wirtschaftlich gesehen Milliarden verloren. Und jetzt dieses Jahr werden noch viele Leute nicht hingehen. Leider. Am 16. Mai dieses Jahres, ich fliege aus Leipzig nach München und von dort nach Ankara. Neben mir sitzt eine Dame, Hostess, Stewardess. Sie hatte einen Artikel gelesen von der Zeitung The Zeit über einen möglichen Friedensordnung im Mittleren Osten, wo ich auch war bei dieser Konferenz im Januar in Amman. Ich habe gefragt, wissen Sie, was Sie da